Hallo, also ich bin jetzt schon mal live für euch und ich gucke jetzt mal, ob es klappt, dass Karin jetzt meine Einladung bekommt. Ich habe sie noch mal verschickt. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ja? Gucken wir mal. Bestätigen. Und hinzufügen. Ja, klasse, klappt ja alles wunderbar. So, jetzt muss ich bloß mal ganz kurz noch. So, Karin, ich habe dich jetzt noch mal hinzugefügt. Müsste jetzt eigentlich klappen, die Einladung. Und ich hoffe, dass du jetzt dann gleich dazu kommst. Ich möchte mich heute Abend mit Karin Büttner unterhalten. Und Karin ist ein Mental Coach und hat ganz, ganz, ganz tolle Ausbildungen. Und schauen wir mal, wird hinzugefügt. Gucken wir mal, müsste jetzt eigentlich klappen. Hat ganz tolle Ausbildungen hinter sich und ich kenne die Karin jetzt seit November letzten Jahres und hatte mich mit ihr auf Facebook angefreundet und ja, habe dann also, weil mir ihr Profil gefallen hat, weil mir sie gefallen hat und habe festgestellt, dass es ein ganz, ganz toller Mensch ist, sehr bodenständig und ja, ich hoffe mal, dass es jetzt klappt. Wird hinzugefügt. Oh, nee, klappt nicht. Keine Antwort. Soll ich dich noch mal hinzufügen, Karin? Hast du noch kein Licht bekommen? Du bist da. Also an sich habe ich dich hinzugefügt. Nee, das ist es jetzt nicht. Jetzt. Gut. So, bestätigen. Ich bestätige ich nochmal und ich gehe jetzt nochmal auf Hinzufügen. Also ich habe jetzt da wird hinzugefügt. Ich hoffe, es klappt jetzt, dass wir zwei die Verbindung hinkriegen. Heute hat ja vorgestern Nachmittag dann auch geklappt und das wäre mir ja wunderbar. Gott Hallo sei jetzt. Dank. Das ist jetzt immer ein spannendes Thema. Ja, weil man muss anscheinend für diese Art von Live das Telefon quer halten. Ja, richtig. Genau, und jetzt funktioniert es. Jetzt möchte ich nur noch schnell versuchen, mein richtiges Mikro reinzugeben, aber wir lassen es jetzt einfach so. Wir machen es jetzt einfach. Nee, kannst du, das ist doch kein Problem. Mach das schnell noch. Ich bin auch hier schnell noch mal umschalten. Das ist eben live, ne? Wir sind ja... Ja, ich weiß. So. Du hörst mich? Ich höre dich. Ja, fein. Ja, gut. Ich habe schon deine Anmoderation ein bisschen mitbekommen. Schaue ich noch in die Kamera. Bist verhältnismäßig leise. Ich bin verhältnismäßig leise. Besser? Ja. Besser? Warte mal, dann mache ich hier noch lauter. So. Okay, Moment. So, also mehr Lautstärke geht jetzt nicht mehr. Okay, ich sperre die Lauscher auf. Ja, alles auf. Dann halte ich das so ein bisschen in die Richtung. Alles klar. Ja. Okay, bei uns geht es heute um, was bist du dir selber wert? Und genau. Wir sind da drauf gekommen. Wir kennen uns jetzt schon seit November letzten Jahres. Ich habe dich eben kennengelernt. Ja, da warst du eben dabei, mit deinem Mentalcoaching richtig durchzustarten. Mhm. Und ich fand dich super sympathisch und du hast so gute... ja, solche so gute Tipps immer auf Lager und wir sind halt immer in Verbindung geblieben, ne? Ja, und inzwischen bist du sogar eine ja, ganz begeisterte Juchheim-Benutzerin geworden und hast auch da für dich zum Beispiel mal das beschlossen, dass du dir auch da jetzt einfach mal was Gutes tun willst. Ja, richtig. Also wie du sagst, mir kommt jetzt schon viel länger vor wie November. Ja. Ja, mir auch eigentlich. Weil wir schon so vertraut sind. Ich habe nachgeguckt. Ja, ja.
Wie gesagt, ich habe dich ja auch so länger schon so beobachtet und so weiter und habe mich dann auch wirklich in das Thema Dr. Jucham auch eingelesen, mich informiert und habe dann eines Tages beschlossen, okay, das mache ich jetzt. Und ich muss sagen, ja, ich bin begeistert, ganz einfach. Und ja, wir Frauen, wir wachsen, wenn wir uns attraktiv fühlen. Das ist ganz klar. Und ich sage jetzt einfach mal so, Dr. Jucham ist für mich eigentlich so das, was man ja alles haben möchte. Nachhaltigkeit, hier sage ich jetzt mal vor Ort. Ich lebe in Bad Tölz, das heißt, der Ja. liegt eigentlich genauso zwischen uns, sage ich mal. Es ist eben für Du mich lebst mit lokal. Blick auf die Isar, na, das ist ja Ja, kaum auszuhalten. mit Blick auf die Isar und ins Karwendelgebirge. Ist einfach wunderschön. Und keine Tierversuche. Alles pflanzlich, keine chemischen. Das war mir einfach persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir das, dass ich eben eine Kosmetik habe, die das alles beinhaltet. Ja, du hast ja von mir am dritten Tag, glaube ich, schon eine Nachricht bekommen, dass ich gesagt habe, wow. Ja, muss ich wirklich sagen. Richtig, genau. Ja, Ja. du warst wirklich gleich von Anfang an begeistert. Ja. Und ja, also es ist tatsächlich so, mir ging es ja auch so, ich bin ja damals auch wirklich gestartet, weil ich mit mir selber einfach unzufrieden war. Und ich bin dann eben irgendwann auch auf Dr. Jucheim gestoßen und habe dann wirklich mich entschlossen, ich will das testen, ich will das ausprobieren, ich will mir das jetzt gönnen, Genau. weil wir Frauen geben ja in unheimlich viel, ja, unheimlich investieren auch Geld in dies, in jenes, in die Handtasche, in die Schuhe, in die Klamotte. Und bei mir war es halt auch so, dadurch, dass ich in so einem hochwertigen Designer-Outlet gearbeitet habe, war ich natürlich Klamotten, meine Schränke sind aus allen Nähten geplatzt, beziehungsweise wir haben inzwischen seit einem begehbaren Schrank, weil es ging halt nicht mehr. Und irgendwann ist mir aber auch aufgefallen, dass halt das jetzt auch nicht mehr das Nonplusultra ist, sondern es nützt gar nichts, wenn ich den dollsten Fummel dran habe, wenn ich mich selber mit mir, meiner Optik, meiner Ausstrahlung nicht mehr wohlfühle. Und dann muss ich anfangen, irgendwas zu tun, und zwar für mich. Und ja, einfach mal die Sichtweise ändern. Und habe dann halt mich auch entschlossen, mal einfach, jetzt gibt es mal keine Klamotten mehr, sondern jetzt gibt es einfach mal was anderes Gutes für mich. Und auch für mich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ich schüttel mir immer alles locker aus den Fingern, sondern man überlegt sich ganz bewusst, in was investiere ich jetzt einfach und was gönne ich mir jetzt. Und das war zu dem Zeitpunkt einfach dann reif. Und ja, dann war ich halt so begeistert, dass ich wirklich einfach mehr daraus gemacht habe auch. Genau. Und ich bin halt persönlich der Meinung, das heißt, ja, ich bin persönlich der Meinung, ich möchte am Spiegel vorbeigehen und möchte mich anlächeln können. Ja, und möchte nicht sagen, oh, wie schaust denn du aus? Ja, ich möchte, und das möchte ich aber so, egal ob ich geschminkt bin oder ob ich die Haare gewaschen habe oder nicht gewaschen habe, ich möchte am Spiegel vorbeigehen und möchte mich anlächeln. Weil wenn, das ist ja so ein Kreislauf, wenn du dich äußerlich wohlfühlst, kommst du ja innerlich in einen ganz anderen State. Wenn du innerlich anders strahlst, andere Hormone ausschüttest, macht sich das ja in deinem Äußeren auch wieder bemerkbar. Und ich kann es einfach nur sagen, wer sich selbst vernachlässigt, vernachlässigt auch dann seinen Job, sein Business, seinen Erfolg. Das ist ein ganz normaler Kreislauf. Ja, ich finde vor allem halt, die Frauen sind ja oft wirklich, die investieren schon, aber sie investieren nicht in sich selbst. Sie investieren in die Familie, in den Partner, in was weiß ich, in alles Mögliche, von mir aus irgendwelche Projekte, geben sich da rein, ja, was mit der Schule, mit dem Kindergarten, überall sind die dabei und investieren da in ihre Zeit, in ihre Person und so weiter. Aber für sich selber, und das ist das, was ich halt dann ab und zu eben auch mal höre, oh, ich habe doch gar keine Zeit. Ach, ich habe ja eigentlich gar kein Geld übrig. Ich habe keine Zeit, mich wirklich damit zu befassen, mal bewusst mir auszusuchen, was will ich denn da jetzt nehmen oder wie, in welcher Reihenfolge wende ich denn was an. Und das ist aber genau das, wo ich sage, diese paar Minuten, die man da investiert für sich, einfach nur mal für sich, die sind halt wirklich wertvoll, weil man einfach, ja, mal wirklich für sich was Gutes tut. Und dann, wie du sagst, man wird zufriedener, man strahlt es aus, man hat Natürlich, die innere natürlich. Gelassenheit.
Und das ist jetzt natürlich jetzt, wenn man jetzt mit dem Thema Kosmetik eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch verschiedene andere Möglichkeiten. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden, was ist ihm denn jetzt am wichtigsten. Naja, sei doch Aber mal einfach ehrlich. diese Sei. Gelegenheit nutzen, sich selbst auch mal nicht zu vergessen. Ja, und sei doch mal ehrlich, wenn du jetzt den Faktor Zeit ansprichst. Also, ich meine, ich gehe ja jetzt einfach mal davon aus, dass ja jeder von uns ein Bad hat und dass jeder dieses Bad auch benutzt. Also, ich verbringe doch die Zeit sowieso in dem Bad. Ja? Und ich weiß jetzt nicht, wo der Aufwand ist, ob ich mir jetzt Chemie ins Gesicht schmiere oder ob ich mir was Hochwertiges ins Gesicht creme. Und ich kann das doch auch schon so gestalten, dass das einfach so in der Früh meine halbe Stunde im Bad ist. Aber da haben wir dann schon viel beieinander. Du kannst dir schöne Musik anmachen, wo du einfach sagst, so, jetzt kümmere ich mich einfach mal um mich. Da gehe ich doch wesentlich entspannter in den Tag, als wie wenn alles immer zack, zack, zack geht. Und das, was du so beschreibst, keine Zeit, kein Geld, da sind wir ganz schnell in dem Bereich des sich selbst nicht wahrnehmen wollen. Ja? Und wer diese Zeit nicht hat, dass er am Tag, ich meine, jetzt sei mal ehrlich, zweimal eine Viertelstunde, wenn wir jetzt Haare föhnen wegrechnen, also jetzt rechnen wir Haare föhnen weg, aber für Duschen, Cremen, Schminken machen wir 20 Minuten. Also wenn ich diese Zeit für mich nicht mehr habe, dann sollte ich mir prinzipiell überlegen, mir diese Zeit zu nehmen, denn nur wenn es mir gut geht, kann ich doch für die anderen da sein. Und ein Mann möchte eine attraktive Frau haben und Kinder wollen eine relaxte Mama haben und deine Freundin will eine entspannte Freundin haben und deine Arbeitskollegen und dein Chef wollen auch eine entspannte Kollegin haben. Und da kann ich mir doch Entspannung holen. Also das sind einfach Ausreden, die man sich selber einredet. Das habe ich ja auch schon gemacht. Also es ist jetzt nicht das, das mir fern ist. Also sollte man sich dringend nehmen, diese Zeit. Absolut, finde ich auch. Ja, was ist das nächste? Eben auch keine Geduld, ne? Also keine Geduld. Es sind natürlich auch Sachen, die trotzdem auch dauern. Also wir erwarten immer, in unserer Zeit, glaube ich, ist es so, dass jeder immer so dieses, es muss alles sofort gehen, ja? Also Päckchen müssen morgen da sein, E-Mails müssen sofort beantwortet werden. Wenn du eine WhatsApp-Nachricht nicht sofort beantwortest, kriegst du gleich einen Anruf. Hast du das noch nicht gesehen? Ja, genau, Ja, ja. und bei der Creme ist es halt auch so: Mein Gott, die ist jetzt schon 5 Minuten da drauf. Es muss doch jetzt was passieren. Also auch so diese Geduld mal zu haben und zu sagen: Okay, ich habe jahrelang in die Richtung gearbeitet. Jetzt muss ich halt meine ganze Zeit lang auch mal in die andere Richtung arbeiten. Und auch das ist ganz viel so, dass da einfach keine Geduld da ist. Klar ist. Es gibt auch bei uns manche Sachen, die recht schnell gehen, aber eben, ja, wie so diesen Gesamteindruck, also diese mehr Frische und so weiter, das ist einfach, das dauert trotzdem. Also so ein halbes Jahr muss man einberechnen, dass man sagt, Mensch, jetzt hat man mal so ein richtig tolles Ergebnis. Deswegen arbeiten wir ja auch wirklich mit diesen Vorher-Nachher-Bildern. Und weil, wie hat es jetzt eine Kollegin so schön gesagt, wir haben alle Faltenamnesie, wir erinnern uns nicht mehr dran, wie wir ausgesehen haben. Also es ist tatsächlich so, man weiß es einfach nicht mehr. Ja, Frau denkt immer, ach, ich weiß es dann schon, es ist nicht so, wir wissen es nicht. Man muss dieses Bild haben oder möglichst viele, je nachdem, was man eben einfach bearbeiten möchte, um dann den Vergleich ziehen zu können. Anders funktioniert es wirklich nicht. Das glauben Menschen immer erst, wenn sie es das erste Mal sehen. Also Dann du sagen hast sie, mir Mensch, dann auch den Rat gegeben. Ich habe es ja dann erst am zweiten Tag gemacht. Und ich habe ja jetzt, ich glaube, ich habe ja jetzt nicht einmal so diese extremen Produkte wie jetzt diese Bye-bye-Cellulite, wo es da passiert ja gleich ganz viel. Man sieht es, es ist sogar mein Mann aufgefallen. Also man sieht es wirklich, ja, man sieht es. Und ich bin aber trotzdem so, dieses Vorher-Nachher-Bild gemacht zu haben. Und durch die Haut ist einfach sofort viel, viel weicher. Und zu dem Thema Geduld möchte ich auch noch sagen, ein Kuchen, da bäckt auch eine Stunde im Rohr. Ja, also ein Baby braucht auch 9 Monate, bis es kommt. Ja, also das ist halt mal mit in Geduld sich üben, hat auch für mich was zu tun, sich auch Zeit dann dafür zu nehmen. Und
Es ist ja nichts, wo man nicht gleich wirklich was spürt und oder sich einfach wohlerfühlt in meinen Augen. Schaue ich eigentlich in die Kamera? Du schaust genau in die Kamera. Gut. Alles wunderbar. Ja, ich meine, es ist tatsächlich so, auch wenn wir eine Ausbildung machen, ja, dann machen wir 3 Jahre eine Ausbildung. Ja. Wir sind nicht von heute auf morgen der Spezialist Nein. für und so Nein. weiter. Und man muss halt auch der Haut eine Zeit geben, bis die sich wieder regeneriert. 4 Wochen braucht sie sowieso, um erstmal wieder sich in Schwung zu bringen und dass da irgendwas passiert. Genau ist es bei den Produkten von innen, wobei da ich sagen muss, da gibt es welche, da funktioniert es echt extrem schnell. Also ich habe da welche, wo ich in 2 Wochen schon tolle Effekte erzielt habe. Natürlich gibt es auch unser Sofortlifting oder unseren neuen Pen, wo man Das gleich habe ich mal so gesehen. Kleinigkeiten sieht, aber so dieses Große und Ganze und dieses wirklich zu sagen, ich komme ins Wohlfühlen, ich merke es, ich gönne mir das, ich habe eine andere Ausstrahlung, ich bewege mich anders, ich gehe anders raus, ich begegne Menschen ganz anders, ich werde selbstsicherer dadurch, auch wenn jetzt vielleicht manche auch sagt, ach, das ist ja oberflächlich, aber es hängt alles miteinander zusammen. Es hängt alles zusammen und Naja, oberflächlich. Das Gesicht oder die Augen sind der Spiegel deiner Seele. Ja, und Mensch, warum sieht man einen Menschen an, dass er krank ist? Ja, warum sieht man Menschen an, wenn er traurig ist, wenn er weint, weil dein Äußeres ist? Wie will ich denn wissen, wie es meinem Gegenüber oder meinem Partner geht? Ich sehe es an seinem Gesicht an. Also mit Oberflächlichkeit hat es ihm, also finde ich, hat das überhaupt nichts zu tun, weil in deinem Gesicht siehst du, ist der jetzt lustig, ist der jetzt schlecht aufgelegt. Also ich habe ja auch in meiner Ausbildung Mimik lesen gelernt. Das ist voll interessant und ich kann halt einfach nur sagen, wenn du dich wohlfühlst, hast du eine andere Ausstrahlung und du kommst in eine ganz eine andere Energie. Warum? Weil du Endorphine ausschüttest, weil du Glückshormone ausschüttest. Die Menschen gehen ganz anders auf dich zu, wenn du dich wohlfühlst. Also darum einfach aufhören mit diesem Verstecken, Verstecken vor sich selbst. Und deine Mitmenschen behandeln dich so, wie du dich selbst behandelst, ganz klar. ja, es ist tatsächlich so, dass auch selbst Menschen, die behaupten, sie sind jetzt nicht spirituell oder irgendwie, merken trotzdem nonverbal diese Schwingungen, die man selber ausstrahlt, ja? Wo man sich dann oft wundert, wieso jemand jetzt vielleicht gerade ja auch nicht so freundlich ist zu mir oder so, weil ich vielleicht auch gerade sowas ausstrahle, ohne Ja. dass ich irgendwas sage. Und das ist einfach, dass es funktioniert, ob wir es wollen oder nicht. Und ich glaube, da bist du ja auch der Spezialist dafür. Na, da bist du ja wirklich auch gut geschult in dieser Richtung, dass diese Sachen einfach funktionieren und wir das auch gar nicht beeinflussen können. Und das für mich gehört es halt auch dazu. Für mich gehört auch eine gesunde Ernährung dazu. Auch das, Natürlich. dass ich mir wert bin, gute Sachen zu essen. Ja, wenn ich Ja. mich nur von Fast Food ernähre, wenn ich nur eine Zigarette nach der anderen rauche, dann, ja, da tue ich mir nichts Gutes. Und Nein. das ist übrigens auch so ein Punkt. Dieselben Frauen, die zu mir sagen, Mensch, das ist jetzt aber doch schon ganz schön viel und ist mir zu teuer, die paffen eine nach der anderen. Und ich weiß gar nicht, ich bin Nichtraucher, ich weiß nur, dass es enorm viel kostet in der Zwischenzeit. Und Ich weiß es nicht. ja, du weißt es auch nicht, also, aber es ist wirklich eine kostspielige Angelegenheit. Und ja, auch da muss man halt dann einfach irgendwann mal sagen, mal zu sich finden, mal einfach mal in sich gehen und sagen, vielleicht kann ich auch mal selber bei mir noch was ändern, wo ich noch gar nicht in die Richtung gedacht habe. Also. Es gibt doch auch dieses wunderbare Sprichwort, sich in seiner Haut wohlfühlen. Ja, also das gibt es ja. Und klar ist, wenn man das jetzt sich so anschaut, aber ich bin immer so ein Mensch, teuer gibt es für mich schon. Aber was ist teuer? Teuer ist, wenn ich viel bezahle und wenig bekomme. Das ist für mich teuer. Ja, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt keine Ahnung, ein Zweikaräter, der, was weiß ich, 6.000 € kostet, ist nicht teuer. Weil das kostet der halt einfach. Er Dafür ist kriege ich das nichts. wert, Ja, ne? ist Er das hat diesen wert? Wert.
Ja, und ich kann doch nicht auf der einen Seite sagen, ja, genau und biologisch und keine Tierversuche und Inhaltsstoffe und keine Chemie, dann darf es aber nichts kosten. Schau, und das ist doch dieser, da belügen wir uns doch eigentlich selber. Wir schreien alle nach Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und was tut man dann gerne? Dass man auf Billigprodukte zurückgreift, ohne sich eigentlich mal zu überlegen, was steckt denn hinter Billigprodukten? Was für Menschen stecken hinter Billigprodukten? Zu welchem Preis wird das hergestellt? Und wie gesagt, ich habe mich wirklich informiert über Dr. Juchheim. Ich habe geschaut, wo es hergestellt wird, wo das, ich nehme jetzt an, also die Firmen, der Firmensitz halt einfach ist und das ist mir wichtig. Und wie du sagst, ich kaufe auch mein Essen biologisch und örtlich und keine Erdbeeren zu Weihnachten. Und für mich gehört das zum Gesamtkonzept einfach dazu. Und dann kommt ja auch noch dazu, man braucht ja auch nicht viel. Ja, Und vor es ist allem das Schöne unglaublich ist, ergiebig. ja, es ist so ergiebig, und das Schöne ist einfach, vielleicht kommt es rüber. Man fühlt sich so toll damit, man fühlt sich so wertvoll, man fühlt sich so, denkt, ja, also ich bin wirklich total berührt. Ich habe ja auch lang rumgeeiert. Ich sage das jetzt ganz klipp und klar. Ich habe wirklich lang rumgeeiert und habe gesagt, so, jetzt mache ich es. Und ich bin froh, durch diesen Schritt durchgegangen zu sein. Und ich kann es jeder Frau nur empfehlen, sich das zu gönnen, weil wenn man sich das gönnt, dann gönnt man sich selbst einfach was. Die Selbstliebe ist die wichtigste Liebe. Das ist wirklich der Punkt. Viele gucken sich's an und sagen, ach, soll ich nicht, soll ich nicht, es nützt nichts. Man muss es wirklich testen. Und ganz viele trauen sich auch dann gar nicht, uns zu kontaktieren. Aber wir sind ja wirklich dafür da. Und ich bin jetzt auch keine, die dann sagt, du brauchst jetzt das und das. Ich versuche das immer so zu halten, zu sagen, so, was hast du für Möglichkeiten? Was hast du natürlich für eine Haut? Wo möchtest du hin? Welche Bedürfnisse hast du? Was ist der Schwerpunkt? Was willst du am ersten ändern? Und dann finden wir raus, was man machen kann. Und es ist teilweise gar nicht so viel, was man braucht, um einfach mal zu sagen, so, wir starten jetzt. Und jetzt siehst mal den Effekt und siehst mal, was da passiert. Und dann kannst du überlegen, was du vielleicht nochmal ausprobieren willst. Und da habe ich inzwischen auch so einige Tricks, auch von einer ganz lieben Kollegin, die hat auch gerade zugeschaut, die liebe Sabine. Die gibt nämlich auch immer ganz tolle Tipps, was man noch machen kann, damit man diese Produkte möglichst ja, richtig effektiv und mit ganz wenig auskommt und viel, viel Nutzen davon hat. Und da habe ich jetzt auch einige schon ausprobiert und das gebe ich natürlich auch weiter an meine Kundschaft und die sind dann auch meistens ganz begeistert davon. Und dann sage ich, komm, dann können wir vielleicht noch mal was von innen ausprobieren. Das kann ich dir noch einen Tipp geben. Da braucht man nicht drei Schichten übereinander machen, sondern wir kommen damit aus. Und ja, so ist es. Und deswegen sind wir ja auch da. Also wir beißen nicht und wir beraten da wirklich gern. Und keiner will jetzt da, wer weiß, wie viel jemanden irgendwie an den Mann bringen, bloß damit das an den Mann gebracht ist oder an die Frau, sondern es soll eine Zufriedenheit da sein. Und das ist das schönste Kompliment, was man kriegen kann, wenn man positive Rückmeldung kriegt. Wenn man nämlich so eine Rückmeldung auch kriegt wie von dir, das ist das Schönste, was man haben kann. Und das ist wirklich das, weil man kann es ja selber nur von sich, man kann seine Erlebnisse beschreiben, man kann versuchen, es zu erzählen, was wir auch tun. Aber ja, das ist das Einzige. Entscheiden muss jeder Entscheiden selbst. und Und es sich das wert ist sein. eben. Genau, weil es muss es sich irgendwann mal wert sein, man muss den Schritt machen, wie bei allen im Leben. Man muss sagen, jetzt ist es, jetzt tue ich es einfach mal. Und was ist passiert? Mein Gott, im schlimmsten Fall hat man vielleicht sich ein paar Falten weggekrämt, ne? Oder ist einfach. Im schlimmsten Also, was Fall sieht kann man passieren? besser aus. Genau. Und ja, und wie schon gesagt, er arbeitet ja auch anders. Er arbeitet ja immer so, dass er sagt, dieses Produkt muss das können. Also muss so und so viel von den Inhaltsstoffen drin sein und dann wird erst der Preis bestimmt. Und die Kosmetikindustrie allgemein arbeitet nämlich anders, sondern die sagt, das Produkt darf so und so viel kosten. Wir möchten aber gern, dass da drauf steht Hyaluron, Kollagen, was weiß ich was. Was müssen wir denn da jetzt reinschuppern, damit wir das draufschreiben können?
ob das Ding dann funktioniert und was da sonst oft noch als Streckmittel drin ist, damit man halt die Dose voll kriegt. Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Und so arbeitet halt Dr. Jochheim nicht, sondern er hat den Anspruch, das Ganze soll funktionieren. Naja, und das tut es ja auch. Und wenn man jetzt mal, habe ich nämlich auch gemacht, ich dachte mir ja, die beste Visitenkarte für das Produkt ist ja wohl der Inhaber der Firma. Ja, und ich habe mir ein Bild von ihm angeschaut und ich habe mir auch ein aktuelles genommen. Und ich habe dann das Bild auch meinem Mann gezeigt und habe gesagt, wie alt schätzt du denn den Herrn? Ja, da lagen wir mal gut 15 Jahre drunter. Okay, das war das von Düsseldorf, Ja, ne? Also das genau. ich wirklich aktuell aufgenommen hatte Ja. von ihm auch. Genau, Ja. ja. Und ich meine, wenn man, das muss man ja auch ganz klar sagen, dieses Vertriebssystem, was Dr. Juchheim hat mit Beraterinnen, ist ja aus dem Grund, weil dieses Produkt bedarf der Beratung, weil eben die Käuferin, die Kundin, glaube ich, einfach intensiv erklärt haben sollte, warum dieses Produkt jetzt einfach teurer ist. Und das ist meiner Meinung nach das Prinzip, warum es eben so läuft mit Beraterinnen. Ja, Und es ist es eine gibt. Methode und die ist eben Ja, etwas genau. erklärungsbedürftig. Genau. Das ist aber nicht kompliziert, wenn man das weiß und versteht und auch annimmt und dann so verwendet, dann ist das alles überhaupt kein Thema und man kann das zu Hause machen. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig immer zu einer Kosmetikerin, sondern man kann wirklich sich von zu Hause aus so versorgen. Ja. Natürlich will man sich vielleicht auch mal bei einer Kosmetikerin verwöhnen, deswegen sind wir froh, wenn immer mehr Kosmetikerinnen sagen, Mensch, wir verwenden Dr. Jochheim-Produkte auch, weil es gibt immer mehr Frauen, die es auch wirklich in der Kabine gern als Anwendung haben wollen, weil viele, die das nämlich benutzen, sagen, ich möchte nichts anderes mehr haben. Wo kann ich denn hingehen? Welche Kosmetikerin hat es denn in der Kabine? Und jetzt, Genau. Gott sei Dank, kommen unsere skeptischen Kosmetikerinnen drauf, dass das vielleicht doch gar nicht so verkehrt ist und dass man keine teuren Gerätschaften braucht und trotzdem tolle Effekte erzielt. Es werden immer mehr. Und dass man wirklich auch mal empfehlen kann, du kannst dahin gehen und kannst dich dort mal einfach verwöhnen lassen, ja, Ja. mit den Produkten. Und man muss ja auch nicht man muss ja nicht hergehen und muss sagen, so, jetzt kaufe ich mir von der Handcreme über die Fußcreme alles. Einfach mit einem Produkt anfangen und dann kann ich einfach sagen, und ich bekomme jetzt von Petra kein Geld, dass ich das sage und auch nicht von Dr. Johann, sondern ich möchte einfach die Petra dabei unterstützen, dass Frauen auch den Mut fassen, weil ich einfach persönlich der Meinung bin, wir Frauen sollten alle in unserer tausendprozentigen inneren und äußeren Fülle sein. Und das kann mir keine, jede Frau will attraktiv sein, ja. Und auch ich hatte schon Zeiten, wo es mir geschäftlich nicht gut ging, dann fängst du auch an, dich zu vernachlässigen. Dann magst du dich irgendwann einfach selber nicht mehr. Aber wenn du einfach dich schön kleidest, dich gut ernährst, wie du eben sagst, und ich will jetzt hier niemanden vor den Kopf stoßen, aber über Zigaretten sich zu unterhalten, da denke ich mir, dann ist lieber eine Sahnetorte. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber das kann ich als Nichtraucher nicht nachvollziehen. Wir wollen einfach attraktiv uns fühlen und wir wollen gutes, ehrliches Produkt haben. Und Ja, ich bin und einfach ich muss begeistert. sagen, wir sind weit weg von Botox und Co., sondern es ist ja wirklich alles Ja. natürlich, weil das finde ich auch nicht schön. Also diese ganzen total zu Tode gestrafften Beauty-Schönheiten, man soll ja die Lebendigkeit haben und man muss auch nicht völlig faltenfrei sein, das ist gar nicht das Ziel, sondern das ist das innere Strahlen, es ist dieses, und das haben wirklich, es heißt ja, wir haben immer diesen Glow. Und das merkt man bei allen, die das länger benutzen, also die so ein Jahr dabei sind, die haben plötzlich immer alle diese andere Ausstrahlung, diesen Glow, dieses frische Gefühl. Und das ist es, was es ausmacht. Und Was ja. ich ja auch ganz toll fand, so hast du mich eigentlich gekriegt. Kannst du dich noch erinnern, als du diese Detox-Kur auch gemacht hast? Ja. Das war so das, wo ich, das habe ich dann, du bist dann jeden Tag live gegangen, hast dann gekocht und hast, das fand ich ganz toll. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist ein komplettes Konzept. Ja, das ist das, so hast du mich eigentlich wirklich für dieses Produkt angefangen zu begeistern. Weil es Ja, eben. er denkt da wirklich mit. Ich habe übrigens eine Kundin, die ist, das wusste ich nicht, ich habe ihr das vorgestellt
halt, ich habe ihr meine Bilder gezeigt, ich habe gesagt, das ist das Detox-Programm. Und die hat sofort, also es ist eine gute, jetzt inzwischen eine sehr gute Bekannte, ich habe die über andere Wege kennengelernt, übrigens auch über so ein Coaching-Thema. Und die sagt sofort zu mir, das will ich haben. Und ich wusste ja nicht warum. Und sie sagt dann hinter mir, Petra, du konntest das nicht wissen, aber in meinem ersten Vorleben war ich mit einem Arzt verheiratet und wir haben Ernährungsprogramme geschrieben und Diätprogramme für Kunden. Und ich wusste sofort, was du da in der Hand hast. Und ich musste das sofort ausprobieren. Und das war auch für mich so ein Wow-Erlebnis, wo ich dachte, okay, ja, das ist wirklich, ja, doch was, was auch ein Mensch, der damit zu tun hat und ein bisschen Ahnung hat, tatsächlich sieht, dass das ein gesamtheitliches Konzept ist, das toll funktioniert, wo da wirklich was dahinter steckt. Und wir haben das ja, ich habe es ja jetzt in meiner Gruppe oder auch auf meiner Coaching-Seite natürlich jetzt auch ein bisschen so parallel das Thema behandelt. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann gehst du nicht in die Sichtbarkeit. Ja? Dann gehst du nicht in die Sichtbarkeit, wie wir zwar jetzt die online ihr Business machen, dann gehst du aber auch nicht in deiner Firma gern in die Sichtbarkeit. Also sich wohl zu fühlen, ist, und sich selbst attraktiv zu fühlen, sich selbst zu lieben. Wie gesagt, ich kann es, alles geht über die Selbstliebe. Und wenn die nicht da ist, dann geht nichts und dann geht gar nichts. Ja? Und was eben einfach noch viel fataler ist, als ich diese Erkenntnis vor einigen Jahren mir so hochgeploppt ist, das ist ja so, ja, Coaching, wenn sie. Weißt du, ich biete zum Beispiel Jahrescoachings an, weil ich sage, ich kann nicht in einer Woche oder in 2 Wochen oder in 3 Monaten was verändern. Da ist mein Klient in der Euphorie dann, ja, und das mache ich alles und toll und schön. Und du gehst von so einem Seminar heim, bist völlig Hype und dann kommt der Alltag, dann kommt deine Umwelt, deine Mitmenschen und dann wird es immer schwächer, schwächer und irgendwann, zack, hat dich der Alltag wieder. Und genauso ist es bei deiner Kosmetik. Es dauert einfach alles seine Zeit. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, genau. Einfach dieses Thema Sichtbarkeit, diese Selbstliebe und diese bittere Pille, die ich wirklich mal schlucken musste. Die anderen Menschen behandeln dich so, wie du dich selbst behandelst. Und das ist so, als mir das vor ein paar Jahren wirklich so bam, bewusst geworden ist, da dachte ich mal, boah. Aber es ist so. Also wenn dich ein anderer, ich sage es jetzt einfach, scheiße behandelt, dann überleg, wie du dich selbst behandelst, wie du selbst mit dir sprichst. Wie schnell rutscht denn jedem von uns raus, wenn einem was runterfällt? Mei, bist du wieder blöd oder das passiert ja auch bloß wieder mir oder Genau. so Geschichten. Und wie gesagt, für mich kann man es nicht oft genug wiederholen. Die äußere Seele und Körper gehören zusammen. Die sind nur zusammen ein gutes Team. Und ich möchte am Spiegel vorbeigehen und ich möchte lächeln und möchte sagen, wow, gut schaust aus. Ich möchte das, was ich jetzt habe, erhalten. Muss man ja auch ganz klar sagen. Also ich bin ja 52, also ich bin ja keine 30 mehr oder keine 25. Ich möchte das erhalten. Ich möchte nicht Botox spritzen, weil da hätte ich einfach, es ist ein Nervengift. Ich hätte da persönlich Angst. Ich hätte auch Angst, dass sich meine Mimik verändert. Und für mich ist es, habe ich jetzt die optimale Kosmetik wirklich gefunden. Und ich bin überzeugt, wenn wir in einem halben Jahr, ich schaue jetzt heute, glaube ich, ein bisschen abgekämpft aus, wenn wir uns in einem halben Jahr vielleicht nochmal so ein Live machen, dann wird man bei mir auch noch viel mehr sehen. Da bin ich Immer, felsenfest man sieht überzeugt. immer, also es vergeht auch nicht, ich bin jetzt über ein Jahr und ich merke immer noch Ja, Veränderungen. ja. Also ich sage, es ist Re-Aging, es ist Rückwärtsaltern. Schön, Und es schön. dauert. Es Oh, dauert, ist aber es so. funktioniert, es geht immer in die andere Richtung. Das ist total genial. Und Ja. deswegen finde ich auch, ich habe manche Frau vor mir, die halt 40 ist, die eigentlich super noch ausschaut, keine Falten hat und sagt, ach, ich brauche es ja noch nicht. Großer Fehler. Anfangen damit. Weil dann kommt man nämlich gar nicht erst in die Situation, dass man retten muss, was zu retten ist, sondern dass es gar nicht so weit kommt. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Ja, und weil das dauert dann eben Ja. eine ganze Zeit, bis das wieder so Ja. weit ist, bis man das wieder aufgeholt hat. Und deswegen würde ich jedem raten, fang doch an. Anfangen, ein, es Umso ist ein weniger An. brauchst du erstmal.
Genau. Und kannst aber schon, und hast aber schon diesen Stopp. Also du wirst nicht mehr, du wirst einfach nicht mehr in diese, Schön. in die Richtung. Ja, das ist Ja, toll. Das cool. ist wirklich, Ja. es funktioniert. Also Ja. das ist, Ja, ich sage, den und ersten Schritt gehen, denke ich mir. genau. Ja. Und ich werde jetzt Richtig. einfach weitermachen, haben wir uns ja schon unterhalten. Ich werde jetzt mit von innen weitermachen und werde mir das einfach, also ich lege jetzt hier auch nicht das Geld auf den Tisch und sage, Petra, mach mal einmal quer durchs Sortiment, aber ich habe drei Produkte und ich bin so begeistert. Und wie gesagt, mein Mann ist es aufgefallen und ich denke mir dann einmal, oh ja, das wird besser. Schönes Dekolleté. Ja, Genau. und das ja, ist einfach wunderbar. Also ich bin sehr glücklich, dass ich mich dafür entschieden habe und dass wir uns auch kennengelernt haben. Und vor allen Dingen, was mir so wichtig ist, ein nachhaltiges Produkt zu haben. Ich schwör's dir, ich habe mich nicht mehr eingecremt, weil ich nicht wusste, was schmier ich mir da eigentlich Okay. wirklich auf die Haut. Ich habe wirklich, also ich glaube, das erste Mal Dr. Juchheim dann, ich glaube, meine Haut hat gemacht und weg war's. Weil ich habe dann Verschiedenes ausprobiert und es hat sich alles irgendwie, meine Haut hat sich wirklich gewehrt dagegen. Und ich mache das natürlich rundum, ich ernähre mich auch irrsinnig gesund, aber was mir schmeckt, ja, ich finde es immer ganz Du bist auch ein furchtbar. Genussmensch, Ich bin ja? totaler Genussmensch und ich finde es immer furchtbar. Und ich werde auch meinen Kaffee weiter trinken, weil den schmeckt mir und Ja. den mag ich gern. Ja? Und einfach alles tun, dass du dich wohlfühlst, dann hast du die Ausstrahlung und Weil finde du das ich, eben sagst, auch ja. mit diesen, wenn du dieses Selbstbewusstsein, das du entwickelst, dann bist du eben nicht mehr so schnell in der Opferrolle, ja? Dann bist du eben nicht das Mobbing-Opfer und solche Sachen, weil du einfach das gar nicht mehr zulässt. Du strahlst das aus, Du weil du, strahlst es du hast, aus. du strahlst das ganz einfach aus, ja. Mein Mann sagt mir das immer, sagt, ja, Karin, du brauchst gar keine Angst haben, dass dir einer blöd kommt, weil tja, du strahlst, du bist kein Ja, Opfertyp. schon allein, weil du einfach das tust, was dein Herzenswunsch ist, und das merkt man auch, dass du da total aufgehst drin, dass das genau Ja. deins ist, dass du da wirklich dafür brennst. Ja. Und dann, ja, dann, was soll dann einer von außen da irgendwie? Ich glaube sogar, dass dann teilweise auch sich gar nicht mehr trauen, es überhaupt zu versuchen. Und wenn es jemand versucht, es hat ja jeder so seine innere Landkarte, ja? Du hast eine andere Landkarte, ich habe eine andere Landkarte, wir haben andere innere Bewertungssysteme, wir kommunizieren über verschiedene Kanäle. Wenn's, natürlich wird es immer einer versuchen, mir eine Ankarren zu Menschen werden wir immer begegnen, aber dann habe ich genau zwei Möglichkeiten. Ich bin im Gewahrsam bei ihm und denke mir, warum, was ist mit dir los? Wieso, was triggere ich bei ihm, dass er mich jetzt hier, habe ich gestern wieder mit jemandem erlebt. Und dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, was ist es in mir, dass es mich noch trifft? Ja? Und dann kann ich bei mir, kann ich, wenn ich merke, okay, es ist nichts, was mich trifft, dann lasse ich den Menschen einfach in Frieden weiterziehen. Bedanke mich für den Feedback, weil es ist ja seine Landkarte, sein Feedback. Und wenn es ganz übel kommt, dann gibt es immer diese drei Ws. Wer sagt das? Wo steht derjenige selber? Und was bringt es mir? Und diese Erfahrung habt ihr bestimmt schon alle gemacht. Meistens schießen die am allermeisten, denen es einfach nicht gut geht. Denen es finanziell nicht gut geht, die in einer unglücklichen Partnerschaft sind. Das ist meine Erfahrung, die schießen am meisten. Also ein Und ausgeglichener Mensch schießt nicht. schießt nicht. Und was mir auffällt, auch bei Online-Begegnungen, das sind ganz oft die Menschen, die kein Profilbild haben, also Richtig. nicht von sich und auf der ganzen Seite nicht zu sehen sind. Richtig, Und ja. die fangen an zu schießen. Die fangen an zu Also die gehen schießen. nicht in die Sichtbarkeit. Nein. Und Sprich, im das ist das, was wir Endeffekt, vorhin gesagt haben. ja. Wenn man sich mit sich selbst nicht wohlfühlt, geht man auch nicht in die Sichtbarkeit. Und da schließt sich der Kreis wieder. Also das, Genau. aber ich glaube auch, ich nehme auch Kritik und solche Sachen in Zwischenzeit oder Begegnungen, die unangenehm sind. Ich nehme es für mich jetzt immer als Lernen. Ich soll noch irgendwas lernen, ich schaue es mal an. Ich schaue auch meine, wie ich darauf reagiere an. Und gehe das nochmal bewusst durch und sage, okay, ich habe es verstanden oder ich habe jetzt wieder was draus gelernt und ja, und geht da in Frieden meinen Weg weiter. Also das ist jetzt auch so das, was man halt lernt.
Und es mit ist der ein Zeit. Feedback. Es ist, ich kann nur den Rat geben, seht es als Feedback seiner Interpretation, seiner Einschätzung und seiner Meinung. Das heißt ja nicht, dass das wirklich so ist. Und es ist nicht mehr als wie ein Feedback. Und normalerweise im Coaching sagt man ja, weil wir Coaches, wir haben ja auch alle Coaches und wir bilden uns ja auch immer, immer, immer weiter. Wir bekommen auch Feedbacks, wir coachen und dann bekommen wir von unserem Coach, der über uns steht, sage ich jetzt mal, der unser Trainer, unser Ausbilder ist, bekommen wir Feedbacks und die bleiben dann von meiner Seite her unkommentiert, weil ich mir dann überlegen kann, okay, was kann ich brauchen, was kann ich nicht brauchen? Und eine Kritik, die einfach mit negativen Gefühlen behaftet ist, Mülltonne auf und reinschmeißen. Man kann jedem Menschen, es gibt, man spricht von dem sogenannten Sandwich-Feedback, das heißt, man kann jedem Menschen sagen, pass mir auf, ich finde es ganz toll, wie du das machst. Meiner Meinung nach, wenn du vielleicht das und das vielleicht noch ein bisschen anders machen würdest, das wäre genial. Und im Übrigen finde ich dich einfach toll. Und es gibt da auch noch so eine Grundannahme, mit der wir zum Beispiel sehr stark arbeiten. Prinzipiell ist ein Mensch in okay und gut. Das Einzige, was zu diskutieren ist, ist sein Verhalten. Ja, also das finde ich ist zum Beispiel auch in Kommunikation mit Kindern ganz wichtig. Also zum Beispiel zum Kind nicht zu sagen, du bist schlampig, sondern du verhältst dich schlampig. Und damit kriegst du eine ganz andere Energie in ein Gespräch rein. Ja, du gibst denjenigen die Möglichkeit, das zu ändern. Ja, und du stempelst ihn nicht ab, stell dir mal vor, du Genau, bist schlampig. weil Was ist wenn man denn so das ist, für dann ein kann man ja nichts Satz? machen, so ungefähr. Ja, Aber wenn man sich so verhält, Verhalten genau. kann man ja ändern. So, ne? Genau, Genau. ja, Jetzt genau. mal noch als wenn du, also wenn man jetzt bei sich selber merkt, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt eine Frau, die sagt, Mensch, das bin ich, ja, ich bin auch irgendwie traurig, mich nicht irgendwie, ha, ich komme nicht so richtig aus die Puschen, ich kann mich nicht entschließen, ich schiebe Entscheidungen immer vor mir her, ich erkenne mich jetzt da drin so ein bisschen. Was würdest du der noch empfehlen, wie sie solche, ja, welche Ängste oder Blockaden noch leicht überwinden kann? Also was kann man noch tun, um das zu überwinden? Da Das muss ich ist dich ja, als Coach mal etwas fordern. nein, das ist völlig in Ordnung, ist auch total mein derzeitiges Coaching-Thema. Behandeln wir gerade in einem laufenden Training ganz stark. Also es ist Folgendes. Wir werden ja eigentlich unser Gehirn, wir halten ja so viel von unserem Kopf. Unser Kopf ist aber nicht mehr als eine Programmierung aus Erlebnissen aus der Vergangenheit. Das wird gesteuert vom Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein ist praktisch derjenige, der dem Gehirn sagt, was tust du? Jetzt tust du das, jetzt tust du das. Da sagt das Gehirn, ah ja, damals habe ich das so gemacht, das war gut, dann mache ich es wieder so und so weiter und so fort. Du hast eine sogenannte Intuition. Es gibt so ein nettes Sprichwort. Wenn du dich entscheidest, dass du joggen gehst, da zieh die Schuhe so schnell an, dass du schon auf der Laufstrecke bist, bevor dein Kopf sagt, nee, eigentlich müsste ich ja noch Buchhaltung machen und eigentlich müsste ich ja noch einkaufen gehen, weil das Problem ist, du hast die Intuition, die sagt, mach das. Und dann fängt dein Kopf an und sagt, nee, und das ist zu teuer und die Kosmetik vom Drogeriemarkt, wir wollen ja keinen Namen nennen, die tut's auch und ach komm, du siehst doch noch ganz gut aus. Aber eigentlich willst du's, ja? Das ist dein bequemer Kopf, der sagt, nee, das machst du nicht. Was passiert? Du setzt eine Entscheidung, die du eigentlich dein Innerstes möchte, nicht um. Dadurch kriegst du immer weniger Selbstvertrauen, weil dein Gehirn ist bequem, ist alles wissenschaftlich nachzuvollziehen, nachzubelegen, das wollen wir aber jetzt hier nicht diskutieren. Das Gehirn bekommt Oberhand, der sogenannte innere Schweinehund, den fütterst du, wenn du Entscheidungen nicht umsetzt und dein Selbstvertrauen wird immer weniger. Also übe wirklich, Entscheidungen umzusetzen, wenn sie noch so klein sind. Und du kannst den Tag starten, indem dass du die erste Entscheidung des Tages umsetzt, nämlich wenn der Wecker klingelt, aufzustehen. Ja, du entscheidest am Abend, wann in der Früh der Wecker klingelt. Dann steh da auf. Und das ist das so die erste wichtige Entscheidung. Und dann wird dein Entscheidungsmuskel immer größer. Und dein Gehirn sagt irgendwann, okay, die setzt jetzt um, was sie entschieden hat.
und wirklich da auf das erste Gefühl achten. Will ich es oder will ich es nicht? Und dann wirklich tun. Und dann wird der Entscheidungsmuskel immer stärker und der kleine Quatschi im Kopf oder der kleine Schweinehund wird immer kleiner. Und wenn du nur im An, also normalerweise, wenn du schon länger als wie eine Minute auf der Juchan-Seite bist, sollst du einfach bestellen. Ja, weil dann willst du es ja. Ja. Also, das ist ja ganz klar. Und dann fängst du eben an, dir ausrechnen. Ich weiß genau, von was ich spreche. Ja? Ja, Nein, und das das und wissen wir ja das alle, und ne? Hat ja das. jeder die Ja. Punkte. Einfach tun und sich einfach kleine Erfolgserlebnisse jeden Tag sich selber machen und sich dann auch loben und sagen, wow, ich bin heute aufgestanden, als der Wecker das erste Mal geklingelt hat. Wow, ich bin heute in der Früh laufen gegangen. Und du bist abends ein völlig zufriedener Mensch. Und wenn du abends ins Bett gehst, einfach nochmal den Tag Revue passieren lassen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und dann sagen, okay, das nächste Mal setze ich es um. Und dieses Umsetzen, Petra, das ist einfach so genial. Entscheidungen umsetzen. Ja, es ist ja, es ist, weiß ja jeder von uns, ne? Wenn er jetzt endlich was erledigt hat, was schon lange in dem Kopf war, und ich kenne ja auch diesen Kreislauf, dass man ja immer, dass man, wenn man diese Dinge nicht beendet, dann ist das ja immer ein Energiefresser, weil das Energiefresser. ist ja Ja. immer noch im Hinterkopf, das muss noch erledigt werden, das muss noch erledigt. Und wenn es dann erledigt ist, dann fühlt man sich doch, ach, super, weg, und jetzt Ja. neu, jetzt kann ich mich auf was Neues konzentrieren. Ich hab's, yes, ich hab's geschafft, und Ja, ja. das ist toll, und das sollte man. Ich glaube, da wird man dann auch süchtig danach irgendwann, dass man sagt, boah, ich will dieses erleben, ich will das wieder haben, ich will das Gefühl wieder haben, ja, dass ich einfach sage, ich habe es jetzt wieder gemacht. Was passiert denn? Es passiert doch meistens nichts. Es ist doch bei uns, es gibt keine Säbelzahntiger mehr. So gefährlich ist es bei uns nicht mehr, ja, dass jede Entscheidung gleich um Kopf und Kragen geht. Was soll sein? Und wir treffen oft so viele Entscheidungen unbewusst. Wo man dann hinterher sagen, oh Gott, hätte ich doch nicht. Das gibt es ja auch, ja, wo man sagt, ach Gott, jetzt habe ich mich wieder auf die Werbung eingelassen, jetzt habe ich es wieder geglaubt oder so. Vielleicht sollte man halt einfach mal auch sagen, ach komm, Mensch, mein Gott, und wenn irgendwie wirklich mal was schief geht, na, dann ist es eine Erfahrung, dann habe ich wieder draus gelernt. Richtig. Vielleicht sollte man es mal drehen. Richtig, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast es was geschafft oder du lernst die zwei Wie du lernst, Möglichkeiten. Du hast dein genau. Ziel erreicht oder du lernst. Und oft sind ja die Erfahrungen, es gibt den königlichen Weg der Erkenntnis und es gibt den Weg der Erfahrung. Der ist natürlich ein bisschen härter. Es gibt halt die müssen immer wieder auf die Herdplatte draufgreifen, um zu spüren, dass sie heiß ist. Und es gibt halt den Weg der Erkenntnis, die sagen, nee, ich habe gehört, die Herdplatte ist heiß und ich verbrenne mich, wenn ich drauf fasse. Das reicht denen. Im Endeffekt sollte jeder, sage ich mal, seinen Weg gehen. Es gibt ja zwei Typen von Menschen. Es gibt den Weg von und den hinzu. Weg von ist der Schmerzentscheider und hinzu ist der Freudeentscheider. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich kaufe jetzt Juchan, weil ich weniger Falten haben möchte. Das ist der Weg von, der will weg aus dem Schmerz, dass er Falten hat. Wenn er aber jetzt so wie es jetzt ich zum Beispiel bin, ich bin ein Hinzu, ich entscheide immer aus der Freude raus. Ich sage auch vor allen Dingen, sage ich nicht, was kostet mich das, sondern ich sage, was bringt es mir? Ja? Und diesen Satz habe ich von einem ganz jungen Mann mit 25 Jahren gehört, der eine sehr erfolgreich die Firma seines Vaters übernommen hat. Und wir sprechen da von richtig erfolgreich. Und das sind charismatische Menschen, die setzen blitzschnell Entscheidungen um. Und das hat zu mir ganz klar gesagt, Karin, wenn ich mir eine Maschine kaufe, überlege ich mir nicht, was sie mich kostet, sondern was sie mir Was bringt? bringt. Ja, weil wenn ich im Kostenbereich drin bin, dann bin ich ja schon im Drama drin. Ja. Ja, da bin ich im Drama. Also wie gesagt, nochmal die zwei Typen, weg von und hinzu. Der eine sagt, ich kaufe es, weil ich keine Falten haben möchte. Und ich sage einfach, ich kaufe es, weil ich einfach sensationell ausschauen möchte und ja auch muss. Wie will ich in die Sichtbarkeit gehen? Wie will ich vor Menschenmengen stehen und auf der Bühne und coachen, wenn ich das Gefühl habe, ich schaue nicht gut aus? Also. Beide Entscheidungen sind gut, aber die hin zu Freude macht natürlich mehr Spaß. Macht mehr Spaß und Ja. ist einfach mehr Lebensfreude. Ja, Richtig. genau. Ja, wenn sich jemand für dich noch interessiert, du startest auch noch was ganz Neues, ne? Du startest einen Workshop.
Das ist jetzt nächste Woche in meiner Gruppe, also ganz unkompliziert, ganz, ganz technikfrei einfach. Also wer Lust hat, in die Gruppe beitreten. Es geht um die 5 Schlüssel des Erfolgs, wo die eigentlich auch mal so aufgebaut sind. Was bringen dir eigentlich diese negativen Dinge im Leben? Eigentlich genau das Thema, was wir jetzt gerade gehabt haben. Und es ist ganz harmlos. Also werde jetzt eben öfters Workshops machen, damit mich die Menschen einfach kennenlernen und damit ich sie kennenlernen. Und dann, wie gesagt, biete ich verschiedene Formate natürlich an. Das ist Jahrescoaching, Halbjahrescoaching, Vierteljahrescoaching, alles im Businessbereich mit verschiedenen Themen einfach. Mein Hauptthema ist einfach der Businessbereich, die Persönlichkeitsentwicklung und auch die Burnout-Verhinderung. Weil, wie du es vorhin so schön gesagt hast, es muss immer alles schneller, schneller, schneller gehen. Und die Welt dreht sich immer schneller und wir sind ja jetzt alle nicht mehr so die ganz junge Generation, die damit aufwächst und einfach Burnout, Resilienz, das ist mein Anliegen, ja. Gut, die Gruppe, wenn jemand sucht, wie kann er da zukommen? Wenn du möchtest, kann ich einfach den Link reinposten, also Ja, das machen einfach. wir. Machen, Genau. gerne. Einfach draufklicken. Da sind dann 3 Fragen zu beantworten. Die muss man nicht beantworten. Schön wäre, wenn ein Profilbild da ist, weil, wie gesagt, die Gruppe ist sehr harmonisch und es wird auch so Da bleiben. geht es wieder um die Sichtbarkeit. Geht es um die Sichtbarkeit? Ist es aber so, ich habe jetzt gestern eine junge Frau aufgenommen, obwohl sie kein Bild hat, aber die hat die Fragen so nett beantwortet. Also, wenn jetzt jemand beitreten möchte und er hat kein Bild, weil er es halt einfach nicht möchte, dann würde ich bitten, wenigstens die 3 Fragen zu beantworten, dass sie ein bisschen was spüren kann einfach. Weil, wie gesagt, meine Gruppe ist sehr friedlich, sehr harmonisch. Es ist eine geschlossene Gruppe und soll sich da jeder wohlfühlen und sich entwickeln können. Und es sind Und sich da, jeder auch trauen, sich ja, zeigen können, genau. ohne dass er denkt, jetzt Ja. könnte da irgendwie Gegenwind kommen oder irgendwelche, ne? Ja, also Genau. Sachlichkeit und es das heißt nicht, dass man immer mal einer Meinung sein muss und wenn man mal was diskutiert oder anderer Meinung ist, dann macht man Meinungsvergleich, aber in meiner Gruppe gibt es nur liebe, nette Menschen, die wohlwollend miteinander sprechen. Gut, Ja, also dann machen wir das so. dann machen Dann wir das bedanke ich mich gerne. ganz, ganz herzlich für das Ich Interview und bedanke für mich. deine ja, ersten Erfahrungen, die du so Ja. gesammelt hast, dass du dir jetzt da nochmal Ja, so ja, erzählt hast. ja. Und ja, ich freue mich. Wir sehen uns ja sowieso. Und ich Genau. denke, ja, wir finden immer mal ein Thema, was man machen könnte. Jetzt können wir es Gerne. zu zweit live gehen. Ich habe echt geschwitzt. Das ist Super. auch wirklich gut. Das ist jetzt auch wieder sowas, ne? Jetzt Siehst haben wir du? das wieder geschafft. Das hat jetzt Ja. funktioniert, weil ich hatte ja das Problem, dass ich es mal versucht habe mit der lieben Ramona, die jetzt auch zuschaut, die wird jetzt schon lachen. Und es ging nicht und es ging nicht. Und seitdem habe ich ja echt so eine Phobie. Ich bin dann immer zu zweit live gegangen. Du bist jetzt echt die Erste, mit der ich das wieder Schön. versuche. Ja, Und somit habe ich fein. jetzt das wieder überwunden. Und Weil du sag, dran okay, geblieben bist, weil du genau, weil ich dran durchgegangen geblieben bist. bin. Ich will das haben. Richtig. Ja. Genau, gut. Einen Vielen schönen Dank Sonntagabend wünsche ich dir und wünsche ich dir auch und den Zuschauern natürlich auch alle. Und wie gesagt, nochmal, ich bin nicht bezahlt. nein. Alles Möchte ich ganz freiwillig. klar betonen. Alles freiwillig. Ja. Genau, auch keine Affiliate, wie Affiliate heißt Link Affiliate ist auch nichts, trinkt gar nichts. Links, ne? Ehrliche, Genau. wohlwollende Meinung, es einfach auszuprobieren, weil es wirklich, seid euch das bitte einfach wert. Es ist einfach, ja, gigantisch. Jo, und wenn jetzt Ja. jemand sich traut und Fragen hat, ich bin da. Ja. Man kann mich erreichen, man kann mich Genau. telefonisch, man kann mich per Messenger anschreiben, wenn man Ja. doch mal sagt, Mensch, was ist das jetzt? Und ich möchte mal ein Ja. bisschen mehr darüber wissen, gerne. Ja. Jo. Gut, in dem Sinne, Peter, vielen Jo. Dank und auch dir einen Jo, schönen einen Abend. schönen Abend. Du Also, beendest tschüss. es jetzt praktisch, gell? Ja, Ja, genau. super. Ciao, Fitti. Ciao. Ciao.